Lokalderby in Schalke. Hochzeit für Biertischstrategen. Beim Stimmungstest vor dem Spiel gegen Mönchengladbach notierten wir, auch im Zeitalter des Profifußballs stehen die Großen von einst noch hoch im Kurs. Ernst Kurzhofer, der größte Mann aller Zeiten. Der größte Mann aller Zeiten. Aller Zeiten. Ja, wie spielt seine Mannschaft? Seine Mannschaft wird sehr gut spielen. Seine Leitung sitzt 1-0 drin. Der hat das zu alte System noch drin, Herr Kurzhofer. Ist zu lange schon her. Pele sagte mir in der Weltmeisterschaft persönlich, ein Vorbild ist für mich Ernst Kurzhofer Schalke. Ich schätze 3-2 für Gladbach. Wenn der Knoten platzt heute, wenn der Fischer seinen mal einmal richtig zeigt, was er kann, dann müssen die gegen Mönchengladbach eindeutig gewinnen. Ich möchte gerne mal wissen, wie die auf eindeutig kommen. Gladbach ist in der letzten Saison nicht umsonst deutscher Meister geworden. Ernst Kurzhofer macht es schon und zieht er noch an seinen alten Tannentrikot an. Der deutsche Meister Borussia Mönchengladbach ist auf Angriff programmiert. Auch gegen den Lokalrivalen Schalke probt der Meister die Offensive. Spielmacher Netzer wird frühzeitig verletzt, aber auch ohne ihn bleibt der Borussensturm gefährlich. Auch Schalke wählt den Angriff. Beide Mannschaften demonstrieren von der ersten Minute an Bundesliga-Sonderklasse. Torwart Kleff hat doppeltes Glück. Sein Kopf hält der Belastung stand. 35.000 Fans sind high. Zwar bleiben Tore aus, doch dafür entschädigt die schnelle und technisch perfekte Schau auf dem Rasen. Nach der Pause brilliert Schalkes trickreicher Rechtsaußen Libuta mit Solo-Einlagen. Seine Duelle mit dem Weltklasse-Verteidiger Vogts waren der absolute Höhepunkt in der Glückaufkampfbahn. Ein Pfostenschuss von Scheer signalisiert den Schalker Torehunger, doch dann kommen die Gäste wieder auf. Nach dem Foul an einem Borussen-Stürmer konzentriert sich der Strafstoß-Experte Netzer auf den Ball. Glück für Torwart Nickbuhr. Schalkes Anhänger sind alarmiert. Mönchengladbach setzt zum Endspurt an. Der Schlusspfiff löst die Spannung auf den Rängen. Schalke hält das Unentschieden gegen den deutschen Meister.